Wir hatten einen unglaublich inhaltsreichen zweiten Tag. Toll, dass Sie alle so lange durchgehalten haben, dass ihr so lange durchgehalten habt. Und all das wäre nicht möglich gewesen, wenn hier nicht so ein fantastisches Team hinter diesem Festival stehen würde. Und ich schaue jetzt auch mal in diese Richtung, um vielleicht auch mal diesem Technikteam zu danken, was die ganze Zeit da an den Kameras steht, die Mikrofons verkabelt. Ich finde, das ist auch mal ein Applaus wert. Ja, ich habe es gerade gesagt, all das wäre nicht möglich, wenn nicht ein großes Team so ein Festival auf die Beine stellen würde. Und nur stellvertretend auf der Bühne sind jetzt die organisatorische Leitung des Festivals, Lavinia Hösch, und Festivalleiter Sebastian Horndasch. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ja, das ist ein absoluter Wahnsinn. Also es sind jetzt... Das ist ja jetzt quasi das Ende vom Konferenzteil. Morgen ist zwar noch ein Festivaltag, der ist aber nicht in Präsenz. Also es endet jetzt dieser große Teil, auf den wir so lange hingearbeitet hatten. Wir hatten jetzt 250 Talks, Lightning Talks, Vorträge heute und gestern. Ganz viele Menschen, ganz viele Gespräche. Und ich frage einfach mal, Lavinia, was ist bei dir hängen geblieben? Ja, ich würde sagen, ganz viel ist hängen geblieben. Aber was ich besonders spannend fand, war die Kombination. Also wir haben heute viel über Innovationen gehört, die es im Bereich gibt, aber eben auch über Themen, die aktuell die Branche oder den Bereich, den Bildungsbereich eben auch prägen, wie zum Beispiel KI. Heute war die Bühne in Heilbronn, den zweiten Tag, die sich eben vor allem diesem Thema gewidmet hat. Und ich fand es eben auch toll, dass es auch einen Platz gab für Bereiche wie Inklusion zum Beispiel, die eben auch wahnsinnig wichtig sind. Heute zum Beispiel mit einem Talk auf der Mainstage von Raoul Krauthausen. Also all das hat heute seinen Platz gefunden und das finde ich eben besonders spannend. Aber wie geht's denn dir, Sebastian? Ja, gut. Also bisschen fertig. Nein, ich bin total happy, wie es gelaufen ist. Wenn man im Orga-Team ist, und ich meine, ich war ja irgendwie für die Inhalte zuständig, aber trotzdem, man hat ja gar nicht den geistigen Freiraum, um den Talks so richtig zu folgen. Ein paar Sachen konnte ich dann halt aber doch mitnehmen. Ich war dann doch von einigen Sachen auch sehr beeindruckt, die auf der Hauptbühne stattgefunden haben. Silja Graupe als ein Beispiel, die, finde ich, eine ganz, ganz, ganz beeindruckende Rede gehalten hat, die ich auch wahnsinnig wichtig fand, ehrlich gesagt. Ein Jens Brandenburg, der, wie ich finde, ein sehr auch authentisches Interesse gezeigt hat an den Themen. Ich finde, das kann auch einfach unabhängig von der Parteiensympathie sagen, dass es sich eindeutig gezeigt hat, dass der wirklich, also wirklich ein ernsthaftes Interesse hatte. Und ich finde, das ist gerade bei PolitikerInnen nicht immer der Fall. Das fand ich total schön. Ansonsten natürlich das Festival-Team. So, das ist einfach eine Sache. Wir müssen uns nochmal bedanken. Ich meine, wir haben auch schon an vielen Stellen Danke gesagt, aber es war jetzt wirklich eine intensive Zeit, die wir zusammen hatten. Ne? Wochen, Monate, die wir sehr, sehr intensiv gearbeitet haben, etwa ein Jahr Vorlauf zu diesem Festival. Und die Leute haben sich halt echt reingeworfen, oder? Auf jeden Fall. Und von daher ist es mir jetzt auch nochmal eine besondere Ehre, einigen hier auch nochmal persönlich zu danken und hier auch namentlich zu nennen, damit sie auch wissen, wer eigentlich hierfür verantwortlich ist. Und daher ein großes Dank an Jill Ankavi, an Stefanie Haas-Kornhoff, an Lea Heinrich, Lisa Herold, Johanna Leifeld, Clara Finnemeier, Carla von Hörsten und Iris Bartsch, die uns jetzt auch die letzten Tage nochmal unter die Arme gegriffen hat. Und dann an der Stelle auch noch ein Dankeschön an Jasmin Erhardt, die uns fast bis zum Beginn des Festivals mit unterstützt hat und ohne die das Festival heute auch nicht so hier wäre. Genau. Ganz genau. Aber es war ja nicht nur das Festivalteam. Ah. Ja. Aber das war ja nicht nur das Festivalteam. Also erstmal natürlich ein ganz großes Dankeschön ans Gesamtteam vom Hochschulforum Digitalisierung. Und da meine ich natürlich die Hochschulforum Digitalisierung über alle Konsortialpartner hinweg, Stifterverband, CAE, Zentrum für Hochschulentwicklung und Hochschulrektorenkonferenz. Ganz viele haben Moderationsdienste übernommen, ganz viele haben mitgedacht, viele haben Werbung gemacht, damals für den Call. Viele aus dem Team waren Mitglied der Jurys. Also es gab ein wahnsinniges Commitment aus dem gesamten Team, diesem Festival gegenüber, sowohl konkret in der Durchführung als auch im Vorlauf. Und das ist echt der Wahnsinn. Dafür ein ganz, 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 ganz großes Dankeschön. Dann als nächstes natürlich, diese Veranstaltung kommt vom Hochschulforum Digitalisierung, aber
aber auch natürlich von der Stiftung Innovation und der Hochschullehre. Und die Stiftung Innovation und der Hochschullehre waren ganz, ganz großartiger Partner. Das heißt, ganz großen Dank für die Zusammenarbeit. Auch großen Dank natürlich für die Vorbereitung, für die vielen Ideen, für den Input. Die STIL war ja auch im Programm sehr stark vertreten. Das war ja unübersehbar, der Footprint. Darüber hinaus auch ganz viele Moderationsdienste übernommen. Also ganz dicken Dank an die Stiftung Innovation und der Hochschullehre für die ganz tolle Zusammenarbeit. Es kommt noch ein bisschen weiter. Wir haben eine Riesenmenge an Netzwerkpartnern. Das ist ja von uns immer so ein Anliegen als Festival, dass wir ein Community-Event sind. Und Community zeigt sich an ganz vielen Stellen. Das zeigt sich daran, dass das Programm zum großen Teil aus Einreichungen aus der Community bestand. Aber es soll sich eben auch daran zeigen, dass Organisationen, mit denen wir uns verbunden fühlen, die in unserem Umfeld sind, dass die halt auch auf einem niedrigen Level, ohne dass da irgendwie jetzt Geld fließt oder so, aber dass die halt auch eine Partnerschaft haben, dass die einen digitalen Stand kriegen, dass die hier eine Sichtbarkeit kriegen und natürlich auch im Gegenzug auch ein bisschen Werbung machen für uns. Und das sind 45 an der Zahl. Und es wäre jetzt ein bisschen langweilig, die alle aufzuzählen. Und es wäre unfair, würde ich nur die prominenten Namen aufzählen. Deswegen bitte ich darum, einfach mal auf die Website zu gehen oder auch jetzt noch last minute auf einen digitalen Stand zu gehen. Da findet man die. Das war also eine ganz, ganz, ganz große Teamleistung hier, nicht zuletzt auch übrigens von der Community. Das ist vielleicht noch als letzter Gedanke, wir hatten jetzt wirklich in den letzten Tagen, heute und gestern besonders wahnsinnig viel wertschätzende Worte in den sozialen Medien, Kommentare, das war ganz, ganz, ganz toll und ich will einfach nur sagen, wir nehmen das wahr, wir sehen das und das ist eine ganz große Motivation für uns auch. Also es freut uns wahnsinnig, was wir an wirklich netten Dingen gesagt gekriegt haben in den letzten Tagen. Und das kommt an und das ist wirklich auch ein Teil wirklich von dem Lohn unserer Arbeit. Jo, Lavinia. Ja, das hast du sehr schön gesagt, würde ich sagen. ja, und wie sagt man so schön, nach dem Event ist vor dem Event, so rum. Und in der Tat, für uns geht es jetzt in eine kleine Umbaupause, denn wir haben heute noch unser Get-Together geplant. Da freuen wir uns auch drauf, mit dem einen oder der anderen noch in den Austausch zu gehen. Und das war's jetzt von unserer Seite und ich würde sagen, die Schlussworte, Nina, die überlasse ich dir, aber ich würde dir vorher auch gerne nochmal einen Applaus hier im Saal geben, weil du machst das ganz fantastisch die letzten Tage. Ja, danke. Bei mir steht Übergabe an Nina. Nina moderiert ab. Dann mache ich das jetzt mal. Vielen Dank für den Applaus. Ich mache das total gerne hier. Ich kann das nur unterstützen. Die Community, die trägt das Festival. Ich durfte mit so vielen Menschen hier in Kontakt sein, so viele Fragen weitergeben, so viel Engagement, so viel Spirit spüren. Das hat echt Spaß gemacht. Und es ist ja noch nicht vorbei. Ich darf morgen nochmal wiederkommen. Wir machen ja noch eine Runde UF morgen mit jeder Menge Workshops, wo wir so ein bisschen ins Doing kommen. Ich freue mich wahnsinnig drauf, morgen nochmal hier zu sein. Wünsche Ihnen einen schönen Abend und freue mich auf morgen. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss.